jetzt schon Zehnjähriger, gell? Also ganz kurzer Zeit, ein Zehnjähriger so ein monumentales Gemälde durchzieht über ein halbes Jahr, das ist nicht gewöhnlich. Gell? Also da muss ich schon mal sagen. Eben, ich erzähle heute eben Aschaffenburg von Vergangenheit, ja, eben heute und Zukunft. Und die Geschichte ist erstmal ganz früh in der Steinzeit, noch weiter davor und alles, eben wo überall Vulkane waren. Da gibt es auch schon einen Witz, und das ist von der Zukunft, weil einer hat sich mit einer Zeitmaschine hierher, ist dann in Aschaffenburg vor bla bla Millionen Jahren. Sieht man auf den Hauptbahnhof, den neuen, nicht den alten, saugrässlichen. Ja. Und bei jedem Teil ist das Schloss abgebildet. Hier ist einmal das Schloss und hier genauso wie hier. Mhm. Hier ist nichts mehr zu sehen vom Schloss. Da ist ein Tsunami, ne? Ja. Und hier ist eben das ruinierte Schloss nach dem Krieg, könnte man sagen. Irgendein. Und jetzt zum letzten. Hier ist einfach nur noch Hochhäuser und auch so Sicherungsschiffe wegen Verteidigung. Zur Verteidigung hier zum Beispiel. Und das war's. Ja.